Dann kriegst du 20 Euro Shadow of the Colossus HD. Und Shadow Colossus hat ja, ist ja ein Wahnsinnsspiel. Hi Kids, worauf du von Pedro Boy verfolgt wirst, während Running in the 80s im Hintergrund. Oder einfach die Benny Hill Musik im Zweifelsfall. So, warten mal. Wollen wir mal kurz in den Spiegel schauen und warten, was passiert? Falls überhaupt wieder was passiert. Nein? Also. Vielleicht passiert heute irgendein Schockmoment, der mich vielleicht zumindest mal zusammenzucken lässt. Also wollen wir einfach mal da weitermachen, wo wir gestern aufgehört haben. Oh, hey, es ist hellichter Tag. Ihr wisst, was das heißt. Meine FPS bricht total bei diesem Spiel ein, weil dieses Spiel zu hohe Grafikanforderungen hat. Ich kann eigentlich auch, weißt du was? Ich muss mir eigentlich gar nicht die Mühe machen, jetzt hier groß in diesem Spiel rum umherzulaufen. Ich warte einfach eine Minute, dann sagt er ja so, hey, ich wundere mich, was es mit diesem Toilettendeckel auf sich hat. Ich glaube, dieser Toilettendeckel hat die Antworten auf auf alle Fragen im Universum und Leben. Ist von den Machern von Team Ico, ist da nicht sogar was geplant oder angekündigt? So eine Art Fortsetzung zu Shadow of the Colossus ist doch, glaube ich, schon seit längerem in Planung bzw. angekündigt. Bin mir gerade gar nicht mehr sicher. So. Ist hier irgendwas aufgetaucht? Nein. Ich sollte einfach echt eine Minute irgendwo warten. Klick mal auf das Bett. Ich klicke jetzt mal auf das Bett. Vielleicht gibt es ja Tipps. Vielleicht gibt das Bett mir Tipps? Ey, wie geil wäre das denn? So, sag mal. Oh, Bett, gib mir mal Tipps. Bett, Bett, hast du kein magisches Bett? Verrat mir deine Geheimnisse, verrat mir deine eckigen, schattigen Geheimnisse. So, ich finde es auch geil, wie wenn draußen es dunkler wird, es automatisch auch in den Räumen, in denen sowieso keine Fenster sind, es dunkler wird. Also ganz ehrlich, wenn der Entwickler zuschaut, ihr seid solche Schwanzlutscher. Er hat echt den Tod verdient, ohne weiteres. Dafür von den Leuten Geld zu verlangen, ist einfach eine Frechheit. So. Vielleicht gibt es ja Tipps für dein Gehirn, schade. Also soll ich jetzt einfach mal eine Minute rumstehen und warten, weil dann sagt er mir ja was auch. Das sollte schon 2011 der Nachfolger auf PS3 rauskommen. The Last Guardian ist aber jetzt in Entwicklung und keiner weiß, was mit dem Spiel los ist. Und Sony sagt zumindest, dass das nicht eingestellt ist. Ja, das ist wie mit Half-Life 3, ne? Half-Life 3 sollte auch irgendwann mal kommen. So. Schauen wir mal. Oh mein Gott! Die Uhren in diesem zu Hause funktionieren. Oder ist das die Türklingel? Ist das die Türklingel sogar? Ich glaube, das ist die Klingel. Oh oh. Oh oh. Wird's jetzt interessant? Es war die ganze Zeit über gar nichts! Holy fucking shit! Ist das nicht Wahnsinn? Diesmal heute nach draußen? Ja, will ich nicht. Warte, ich schau mich jetzt nochmal drinnen um. Weil das Spiel gibt mir. Das Klinge. Ich dachte schon, die Uhr. Es war einfach nur eine Uhr, die da nicht geht. Okay, nach draußen heute. War ja fast schon ein bisschen. Also man hätte jetzt halt wirklich mehr daraus machen können. Man hatte schon so ein. Weißt du, man hat so ein kleines bisschen Spannung aufgebaut. Nächste Duke Nukem Forever, was ich mit Black Mesa. Ich mach Black Mesa weiter, keine Sorge. Bloß, ich hatte jetzt dieses Spiel geschenkt bekommen, da wollte ich das jetzt auch unbedingt mal vorziehen.
So. Also, Half-Life 3 wird kommen. Half-Life 3 wird kommen, da könnt ihr euch sicher sein. Guck mal, da sind Frösche aufgetaucht. Hat das irgendwas mit diesen... Wahrscheinlich, wenn ich jetzt eine Minute stehen bleibe. Was hat es mit diesen Fröschen auf sich? Kennen Sie vielleicht die Antworten auf die Frage nach dem Universum und dem Leben und 42? Weiß nicht. So, heute nach draußen. Schauen wir mal, was passiert. Jedenfalls, Half-Life 3 wird rauskommen. Das ist so. Dieses Spiel würde Milliarden einnehmen. Im Haus ist was, was ich brauche, okay. Und Half-Life 3 wird meiner Meinung nach ziemlich bombastisch. Und trotzdem werden sich wahnsinnig viele Leute darüber beschweren und unzufrieden sein. Also ich bin der Meinung, wenn Half-Life 3 kommt, wird es ein großartiges Spiel. So, ich muss im Haus noch... Guck mal, wie ich die Tür geklippt bin. So. Musst du nicht zu lange draußen gammeln. Was ist denn im Haus, was ich niede? Vor allem wo? Es wird ja nichts gesagt. Ich meine, es hat gerade an der Tür geklingelt. Ich hätte sein können, dass ich raus muss. Aber scheinbar muss ich drinnen bleiben. Also weiß ich jetzt nicht, was... Weiß ich jetzt gar nicht, was abgeht. Ja. Warum schickst du das Bild von Casey Trons Titten? Also, die Tür ist verschlossen. Weil Casey John, ich finde Casey John echt absolut nicht attraktiv. Null. Ich finde, es ist einer der hässlichsten Weiber, die es gibt. Das ist alles nur, die sieht nur so ein bisschen süß aus durch ihre. So wie sie die Kamera. Guck mal, ich kann eine Kamera auch irgendwie so machen lassen und so da sitzen. Das kann ich auch machen. Es ist Casey John. Ich würde sagen, lösche einfach den Link. Das braucht's nicht. Ganz ehrlich, sowas braucht's nicht. Timeout würde ich aber nicht. Nennt man Schlüssel, was ich niede. Ja, wo ist der Schlüssel jetzt? Ist die Frage. Jetzt darf ich wieder alle Räume durchgehen. Oh, das Bild ist ein bisschen creepy. So, ist der Schlüssel vielleicht in Raum Nummer 1. So. Ich meine, ich bin ja jetzt theoretisch schon wieder alle Räume durchgegangen. Oh, ja. Wahrscheinlich ist er irgendwo gespawnt, wo ich schon war. Meine Fresse, dieses Spiel. Lass mich raten, der Schlüssel ist gar nicht drin und hast mich angelogen, Black Cat, beziehungsweise weißt du selber einfach nicht besser. Warum hast du jetzt die Nachricht von Meister Propper gelöscht? Du bist so unnütz. Du bist so unglaublich unnütz. Meine Fresse. Du bist der unnützeste Mod, den es gibt. Oh mein Gott, bist du ein Faggot. Heilige Scheiße. Oh mein Gott. Meister Propper, schreib mal was, ob du jetzt für immer gebannt bist. Und wie gesagt, keine Bans austeilen. Der Astraios ist ja öfter da. Ich weiß nicht, was er damit bezwecken wollte, aber der ist ja vollkommen okay. Kein Problem. Meister Propper, kannst du noch schreiben? Nachdem der Agante sich gedacht hat, Mensch, lösche ich einfach mal die falsche Nachricht. Ah, okay. Nee, kein Problem. Kein Problem. Deine Nachrichten wurden nur alle gelöscht, weil du offensichtlich... Lag nicht dein Schlüssel vor der Haustür? Also natürlich lag ein Schlüssel vor der Haustür. Oh mein Gott, jetzt habe ich die letzte Taschenlampe verwendet. Ey, ich werde dieses Spiel noch wahnsinnig. Der Arme. So, warte mal. Natürlich. Natürlich, gut, Gott sei Dank hast du mir gesagt, dass ich nochmal rein soll, ne? Dass ich... So, also. Jetzt schauen wir mal. Wo kann ich diesen Schlüssel verwenden? Wie viele Möglichkeiten habe ich diesmal? Nee, er hat nur einer ein Bild von Casey Trons Titten gepostet, die total unbeeindruckend sind, meiner Meinung nach. Und ja, da wollte Agantil einfach nur den Link bannen, weil, ja gut, sowas braucht's, weiß Gott nicht. Wie gesagt, die Dinger sind sowieso total unbeeindruckend. Und wollte eigentlich nur den Link raushauen, beziehungsweise die Message deleten. Und dann hat er einfach mal alles von dir rausgehauen.
So, vielleicht ist es hier oben. Vielleicht komme ich diesmal hier oben weiter. Meinen wir, es ist ja sowieso ein Ratespiel, welche Tür es diesmal ist. Oh oh. Oh oh, too spooky for me. Oh oh. Oh mein Gott. This time the spook is real. Meine Taschenlampe ist auch bald nicht mehr einsatzfähig. Warte mal, da geht's aus. Was ist das denn? Ich habe einen Schlüssel gefunden. Wetten, es ist keine dieser Türen. Wetten, es ist einfach keine dieser verfickten Türen. Warte mal, pass auf. Die ist es nicht. Und ich wette, die ist es. Jetzt schwören können, dass da gerade Licht aufgeblitzt. Ich wette, diese Tür hier ist es auch nicht. Oh, die ist es. Wo ist der Spook-Spook-Effekt? So. Gibt's hier einen Lichtschalter? Gibt's hier einen Lichtschalter? Hey, wir haben den Zettel gefunden. Nein, die... Ich wollte es nicht mal. Und man kann nicht mehr als 10 Streichhölzer mit sich rum. 10. Ungelogen, 10 Streichhölzer. Mehr kriegt er nicht in seine Taschen rein. In so eine... Weißt du, der hat solche kleinen Packungen dabei, in die normalerweise 40 oder so reinpasst. Aber seine Tasche passt dann im Endeffekt mit 10. Das ist klasse. Linda war sich sicher, dass einige Möbel gestern noch anders gestanden haben. Ich glaube aber, dass sie es sich nur eingebildet hat. Moinsen Illesink und willkommen. Ein Generalschlüssel, das erlaubt Ordmann nicht. I see what you did there. Moinsen Illesink und willkommen zum schlechtesten Horrorspiel bis jetzt aller Zeiten. Das ist einfach. Das macht mich so fertig, dieses Spiel. Das ist alles an diesem Spiel ist einfach so denkwürdig. Bis jetzt. Erstmal die. Guck mal, du kommst genau richtig. Wir sind nämlich jetzt. Es ist jetzt helllichter Tag draußen und die FPS bricht ein, weil dieses Spiel grafisch so anfordernd ist. Und jetzt guck mal, pass mal auf, ich zeig dir jetzt mal was Cooles. Ich bin jetzt in diesem Raum. Dieser Raum ist hell beleuchtet. Es gibt keine Fenster, das Licht ist nicht an und sonst gibt es auch keine Lichtquellen. Aber dieser Raum ist hell beleuchtet. Ich keine Sorge, Blackhead, ich flame dich nicht. Ich bin ja froh, weil ich habe viel zu lachen an diesem Spiel gerade. So, jetzt halt mal wieder alle Dings hier anzumachen. Wahrscheinlich muss ich muss wahrscheinlich eh wieder warten, bis es dunkel wird. So. Guck mal, der eine Schlüssel, den ich am ersten Tag gefunden habe, den muss ich bis jetzt noch finden. Was ist da los? Das Spiel ist mega. Und der 0815 hat es mir spendiert und hat dafür 20 Euro ausgegeben. Weißt du, das ist einfach so. Holy fucking fuck of fuck. Und du hättest mal die Jumpscares sehen müssen. Mit 2D-Bildern, die so sehr gestreckt werden, dass sie total verpixelt sind. Such graphics manchmal. So. Also ich meine, es sieht ordentlich aus, man kann nicht sagen, weil es wahrscheinlich für 5 Euro oder so produziert wurde. Aber mein Gott. Der 0815, der hat sich die Mod. Der 0815 ist dabei, also der ist schon seit Jahren dabei. Und er ist jeden Tag da. Und wenn er nur im Stream abgammelt und mir sagt, dass ich verfickt noch eins streamen soll, ist der verfickt noch eins jeden Tag da. Oh my god, this stream is so funny because the streamer says fuck all the time. That's like, wow, so fucking super funny. So, ist hier was Cooles? Und das Coole an dem Spiel ist,
Das ist so in Tage aufgeteilt. Ich muss jeden Tag quasi das die gleiche Scheiße nochmal untersuchen, ob sich irgendwas geändert hat. Und dann, wenn du einfach eine Minute stehen bleibst, dann fängt er plötzlich an zu sagen so, hey, die Sternkonstellation sieht heute anders aus als sonst. Ich glaube, der kleine Wagen steht heute im dritten Jupitermond. Ob es damit was auf sich hat? Und dann schaust du die Sternkonstellation an und plötzlich explodiert alles um dich rum. So ungefähr ist es so. Zum Beispiel diese kubanische Zigarre, die war gestern noch anders gelegen. Aber ich glaube, nachdem... war es recht abusing in meinem Stream. Hier, weißt du? Moment, ich versuche jetzt mal dem Spiel eine Chance zu geben. Und denk mal kurz darüber nach. Ich denke jetzt mal kurz darüber nach, was auf dem Zettel stand. Da stand, dass Linda sich dass Linda dachte, dass die Möbel sich verschoben haben. Aber das hat sie sich sicherlich nur eingebildet. Das heißt, wahrscheinlich sind heute Möbel verschoben. Jetzt darf ich alle Räume nochmal durchgehen. Ob da jetzt irgendwas verschoben ist. Also, es wird richtig gut. Also, es ist fantastisch. Also, ich habe diesen... Also ich habe riesige Freude an dem Spiel, aus den falschen Gründen bis jetzt. Wie gesagt, der Black Cat meinte öfter, dass der Entwickler gesagt hat, ab Tag 20 wird es interessant. Vorher ist es Kinderkacke, Horror, aber ab Tag 20, da geht dann die Scheiße richtig ab. Da springt dir Slenderman ins Gesicht und der Pyramid Head ritzt dich von hinten auf. Und wo kam dieses Geräusch her? Was geht los? Ja, die Musik. Aber die Musik kannst du sowieso in die Tonne treten, weil die kommt immer, egal was passiert. So, warte mal. Ist jetzt oben was passiert? Weil... Oben. Ich meine, ganz ehrlich, selbst hier die Cat Lady hat mir bis jetzt mehr Schrecken eingejagt. Ja, bei ihren paar Passagen, die gruselig... Oh mein Gott, ich habe echt was im Auge. 15 Tage to go. Also eigentlich interessiert es mich jetzt echt, diese 15 Tage weiterzuspielen. Warte mal, ist da unten jetzt? Da ist ein Schwert runtergefallen. Und da ist ein Schlüssel. Wir haben einen Schlüssel gefunden. 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 Ich frag mich nur, für welchen verfickten Scheißraum. Oh mein Gott. Das ist so. Oh mein Gott. Warte mal, guck mal, ich habe einen Schlüssel gefunden. Ah, ich denke mal für oben wahrscheinlich. Sag mal, warum sieht man meine Webcam nicht mehr? Man hat meine Webcam für einen kurzen Moment nicht mehr gesehen. Wenn Timo auftaucht, dann wäre ich echt angepisst. Timo irgendwo Invis, weißt du, Timo war die ganze Zeit Invis in einem Bett, in einem Schlafzimmer. Und taucht dann plötzlich auf und gibt dir einfach ein Blinding Dart und du siehst nichts mehr. So, warte mal, die Tür habe ich letztes Mal nicht aufgemacht. Okay, es ist nicht diese Tür hier. Die Tür bin ich letztes Mal gegangen, aber ich weiß nicht, ob es da noch mehr gab. Gab es hier noch mehr? Ne, hier geht's auch nicht weiter. Weißt du, bei Slenderman, wenn du jetzt hier rausschauen würdest, dann würde wenigstens irgendwo Slender stehen. Und dann würdest du schon ein bisschen Angst bekommen, aber... Darkness! Aber... Der größte Moment wird sein, wenn ich meine Facecam auf Großbild stelle und dann einfach... Keine Ahnung. Irgendwelche... Sachen mache oder so. Ist der Stoff für Albträume. Das ist echt so. Das Spiel packt mich gerade richtig.
So richtig tief zwischen den Beinen. Warte mal, hier bin ich alle Zimmer schon abgegangen, oder? Hier war. Ja, ja, das ist mein Lieblingsraum. Der Licht hat am helllichten Tag, ohne dass da irgendwie Licht reinkommt. Dann hier geht's, glaube ich, noch eins weiter. Hier war noch eine Tür, die nicht aufging. Die hier. Das ist hier auch nicht. Oh nein! Schlechtes. Schlechtes Geigenspiel. Da, da ist die Türklinke. Ich wette, diesmal ist der Schlüssel sogar für draußen. So, hier war noch eine Tür, die nicht aufging. Das erinnere ich mich noch. Nee. Oh oh, Kinderchen. Vielleicht wirst du wieder rausgehen. Alle zusammen. Hallo, Sventai. Und willkommen zum schlechtesten Horrorspiel aller Zeiten. Lass dir doch vom Spiel Tipps geben. Aber wie? Aber wie ist die Frage? Ich weiß ja nicht mal, wie wir das machen. Muss ich jetzt wirklich einfach eine Minute rumstehen und er macht das von alleine, oder? Also ich muss jetzt, glaube ich, raus. Warte mal, pass auf. Pass auf. Wenn man lang genug stehen bleibt, dann sagt er ja scheinbar einfach irgendwas, was man machen muss als nächstes, weil er das weiß, auf magische Art und Weise. Ich gebe nochmal die Ausgangssituation klar. Wir sind hier lang gegangen, plötzlich gab es ein Geräusch. Es sind zwei Schwerter runtergefallen und ein Schlüssel ist aufgetaucht. Weiter wissen wir nichts. Ich warte jetzt eine Minute darauf, dass er irgendwas sagt. So wie dieser Schlüssel, den ich gefunden habe. Er sieht so aus, als könnte man damit das weiße Haus öffnen. Und so, natürlich, zum weißen Haus, auf geht's. Können wir so lange was zu trinken holen? Jemand wahrscheinlich selber. Wenn der Geschmackswert hat diese Schränke gekauft, die sehen ja schrecklich aus, da würde ich mich auch Schreckmusik spielen lassen. Ich mag das Spiel, weil man muss einfach nur lang genug rumstehen, dann sagt es einem, was man zu tun hat. Das ist richtig gut an dem Spiel. Da war eine Bewegung. Echt, ich habe überhaupt nicht aufgepasst. Sorry, ich bin wo ganz anders gerade. Wenn du 2 Minuten stehen bleibst, so lasse ich einfach nur so. Dieses Spiel macht mich so fertig, einfach nur in seiner Dummheit. Ich würde mir jetzt am liebsten ja was zu trinken holen, aber das Problem ist, dass ich dann vielleicht den Tipp verpasse, den er mir gibt. Den großartigen Tipp. Den. Ja, wann gibt der einen Tipps, bitteschön? Ach, die alten Diablo, du bist hässlich wie die Nacht finster Witze. Oh mein Gott, da wäre ich immer ganz. Jetzt mal ganz ehrlich, wann gibt der einem Tipps? Ich dachte, wenn man eine Minute rumsteht wie ein Vollidiot, gibt er einem Tipps. Da sagt ihr immer so, ah, vielleicht. Vielleicht sollte ich mal in den Spiegel hier schauen, um zu sehen, wie hässlich. Guck mal, der Spiegel ist auch einfach so klasse. Man hat einfach keine Reflexion darin. Ich muss, glaube ich, mal rausgehen, weißt du. Nee, warte. Doch, ich gehe jetzt einfach mal raus. Weil ich habe einen zweiten Schlüssel gefunden, den kann man hier nirgends verwenden. Aber ich würde eigentlich schon gern, dass er mir jetzt einfach einen Tipp gibt, weil der sagt ja, der weiß ja immer, wo es lang geht. Aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen. So. Ja. Probier mal draußen die Schlüssel. Ich habe eine Idee, wo es sein könnte. Ich glaube, ich bemühe meine Taschenlampe auch schon gar nicht mehr, weil ja, die gibt ein bisschen Licht. Ist nicht so prickelnd. Fang an zu fappen, sind so sagen. Das Schlimme ist, ich glaube, ihr würdet es total feiern, wenn ich anfange zu fappen. Das ist ja wirklich das Schlimme dran. So richtig. So. Wäre doch mal cool, wenn sich. Ich finde es auch geil, im Hintergrund, da sieht man sehr ganz in der Ferne, es ist der Leuchtturm und daneben ist ja eine Hütte und da kommt immer Rauch raus. Der Typ, der hat irgendein Meth-Labor oder so. Die Tür ist verschlossen. So. In den passenden Schlüssel. So, vielleicht ist es jetzt hier. Vielleicht kommen wir jetzt hier weiter.
Nee, es ist auch nicht. Was sagt die Vogelscheuche dazu? Mexikanischer Einwanderer Juan. Juan, die Vogelscheuche. Auch sie sagt nichts dazu. Der Kauz ist der Meinung, dass dieses Spiel scheiße ist. Und absolut keinerlei Spannung bietet bis jetzt. Aber das ist nur die Meinung vom Kauz. Ich meine, es ist ja nicht so, als hätte ich diese Spielreview gelesen, von denen die Leute meinen, dass das Spiel absolut langweilig ist. So. Hier fliegt eine Mucke durch den Raum. Die ist interessanter anzusehen. Das Niveau ist heute erstaunlich hoch. Das Niveau wird auch noch höher. Pass mal auf, wenn hier erstmal das... Ab dem 20. Spieltag geht es richtig los, habe ich gehört. Da ist dann hier die Kacke am Dampfen. Da brennt das Haus. Und überall siehst du Drogenerscheinungen und... So. Und wir sind jetzt rausgegangen und sind kein Stück weiter gekommen als zuvor. So, warte mal. Gibt es noch irgendeinen Ort, an dem ich den Schlüssel nicht probiert habe? Ich habe einen Schlüssel gefunden. Das ist der falsche Schlüssel. Diese Räume sind nicht richtig. Hier gibt es keinen Ort weiter, an dem ich einen Schlüssel verwenden könnte. Locodoco. Locodoco ist der Teammanager von TSM. Das ist ein professionelles League of Legends Team. In Amerika. Ach ja, stimmt. Und Locodoco war einer, der hat früher einfach vor. Der hat. So heißt es zumindest. Der hat vergessen, seine Cam nach dem Stream auszumachen. Oder beziehungsweise seinen Stream allgemein auszumachen. Und dann haben die Leute ihn noch beim Fappen zugesehen. Erstmal alle Fab. Ja. Irgendwann mache ich sicherlich mal einen Fab-Stream. Aber der Tag ist nicht der heutige. So. Wo muss ich diesen verfickten Schlüssel verwenden, ganz ehrlich? Ist einfach. Ich finde es auch klasse, wie ich auf 3 Fab. Diablo führt an. Fertig. Ja, Barktus, das dachte ich. Guck mal, ich dachte ja, das Gruseligste an diesem Spiel ist eigentlich bis jetzt dieses Bild. Ich würde ja nicht lang genug hinschauen. Wird auch irgendwas passieren? Wahrscheinlich nichts. Oh mein Gott. Oh hey, Geräusche. Was heißt das bloß? Casey Tron is the biggest troll. No money, sad mad. Amazing Ari Mittelkorn. Keine Ahnung, das will ich mir nicht anschauen, weil Casey Tron ist so langweilig anzuschauen. Die ist ja noch nicht mal als Troll witzig. Mal ganz ehrlich, ich finde Casey Tron noch nicht mal als Troll witzig. So. Ich gehe jetzt nochmal alle Türen durch. Nein, ich habe jetzt alle Türen, die verschlossen sind, versucht. Hier gab es hier noch eine Tür. Vielleicht ist in der Tür noch eine Tür. Ich hab dir einen Kuchen gebacken. Oh Junge, welcher Geschmack denn? Kuchengeschmack. Oh hey, hier die Tür. Die komplett dunkle Tür. Ah, wundervoll. Hey, ich bin weitergekommen in dem Spiel. Ist das nicht aufregend? Schauen wir mal, was jetzt Spannendes passiert. Ja. Geht diese Tür auf? Nein, wir brauchen einen Schlüssel dafür. Geht diese Tür auf? Ja, sie geht auf. Oh oh. Oh mein Gott, ich muss jetzt wieder ein. Dann zwinkern, er sieht dich schön so lüsternd an. Und irgendwas auch. Jetzt muss ich wieder mal mit PewDiePie so. Oh mein Gott, wir sind in einem Raum. Hier sind Bücher. Das sind die gruseligsten Bücher, die ich gesehen habe. Dieser Besen gehört sicherlich einer Hexe. Und. Seht ihr diesen Schlüssel? Er ist genauso beschissen wie alle anderen Schlüssel. Oh, ich kann nicht ernst bleiben bei diesem Spiel, so. Ich habe einen Schlüssel gefunden, mit dem mache ich den nicht. Das ist auch, man muss jetzt auch mal sich kurz über diese game-technischen Designfragen einfach mal so im Klaren sein. So, wir machen jetzt hier 2 Räume hin. Der hier ist abgeschlossen, der hier ist offen. In diesem Raum ist absolut nichts Besonderes, bis auf einen Schlüssel für diesen Raum. So, was haben wir diesmal? Hey, wir haben einen Zettel gefunden. Wir haben uninteressante Personen. Ich mache jetzt mal hier so.
Ich habe ja genug Streichhölzer. Hallo. Danke. Oh oh. Oh oh. Schlüssel. Wollen wir jetzt noch raus? Wollen wir noch herausfinden, wofür der Schlüssel gut ist? Oder wollen wir einfach den Zettel lesen? Ich weiß es nicht, Kinder, ich weiß es nicht. Will ich jetzt noch mal den ganzen Tag in diese. Oh mein Gott. Weißt du was, fick dich. Es gab ein leichtes Gewitter. Das kann einem schon unheimlich sein in diesem großen Haus. Das kann schon unheimlich sein. Kinder, Kinder, das Gruseligste in diesem Spiel passiert jetzt wieder. Nämlich meine FPS-Rate bricht komplett ein, weil es ist helllichter Tag. Oder? Nein! Alter! Ernsthaft? Was hat sich geändert? Mal, guck mal, es läuft super flüssig! Alter! Warum läuft denn das Spiel gerade so super flüssig? Es ist Gewitter draußen. Eigentlich müsste es doch jetzt mehr zu berechnen haben. Und es ist. Jetzt läuft es super flüssig. Was zum Fick? Dies sind fucking Zettel. Day 20 or Riot. Oh mein Gott, dieses Spiel. Der Architekt vom Haus wird geschlachtet. Wieso? Weil er für jedes Zimmer einen eigenen Schlüssel warten mal. So. Gewittereffekte sind ganz okay. Geben zumindest ein bisschen Stimmung, ein bisschen Atmosphäre. Alter, ich will eigentlich heute nicht so lang machen, weil ich morgen früh wieder raus muss. Aber jetzt werde ich ja fast schon gezwungen. So. Dann machen wir uns heute mal wieder auf die Suche nach den gruseligen Dingen im Leben. Warte mal, ich muss ja erstmal wieder hier Licht machen. Oh Gott, ey. Das Gruselige sind eigentlich diese Türphysik. Ich muss heute rausgehen. Wahrscheinlich nicht. Warte mal. Nee, warte mal. Ich lasse mich nicht von diesem Spiel länger verarschen. Ich weiß, wofür der Schlüssel ist. Ich weiß es ganz sicher. Er will ja wohl völlig anders sein. Vielleicht wird das Spiel erst ab Tag 20 interessant, weil es dann erst vollständig funktioniert. Ich weiß es nicht. Die Möglichkeit besteht. So, guck mal. Dieser Raum, der macht mich immer noch fertig. Weil der so dumm war. Das war der dümmste. Dieser Raum war bis jetzt der dümmste Raum im verfickten Spiel. War so. Oh, ich komme nicht auf die Dummheit von diesem Raum klar. Ich wette, wenn jemand. Es gibt bestimmt 20.000 Fans von diesem Spiel, die mich jetzt steinigen würden, wenn sie das hier sehen würden. Und sagen, oh mein Gott, du hast gar keine Ahnung von guten Horrorspielen. Das Spiel hat voll die gute Atmosphäre und meine Mama hat gesagt, das ist voll gut. Oh mein Gott, ich hab fast schon... Oh, ich musste fast schon ein bisschen... Wir haben ein kleines bisschen Pipi in meine Hose gemacht. Ein kleines bisschen... So, das heißt, ich bin auf dem richtigen Weg. Pass auf, heute passiert was Gruseliges, da bin ich von überzeugt. Oh mein Gott. Es ist mal wieder dunkel hier. So. Ist mir eigentlich schon. Weißt du, wie ich am ersten Tag noch nicht weitergehen wollte, bevor Licht ist, aber jetzt ist es mir schon so egal. So. Warte mal. Ach, zwar der Lichtschalter, okay. So, die Tür ist die richtige. Pass auf, die Tür ist die richtige, ich schwöre. Ich schwöre. Warte, ich schwöre, ich weiß, wo die richtige Tür ist. Lass mich raten, heute muss ich rausgehen, weil ein Gewitter da... Okay. Wo bin ich jetzt? Ach, das waren die... Genau, das waren die zwei coolen Räume. Warte. Das waren die zwei coolen Räume mit dem total unlogischen Shit. Oh mein Gott, irgendwas ist passiert. Wird es hier im Raum heller, wenn es draußen gewittert? Ich werde gleich geht das Licht komplett aus. Warte mal, wo bin ich? Warum haben die hier in diesem Haus die gleichen Bilder 17 Mal hängen?
Ungelogen, 17 Mal sind die gleichen Bilder hängen. Weißt du, was das Geile ist? Ich stream seit 2 Stunden oder so. Aber egal, wer jetzt neu eingeschaltet hat, ihr habt nichts verpasst. Ihr habt einfach verfickt noch eins nichts verpasst. Okay. So. Ich wette, ich muss jetzt mal rausgehen. Mein Gesundheitszustand, mein geistiger Gesundheitszustand, der verändert sich ja nicht, ne? Der verändert sich. Das ist das Beste. So. Also. Zeit rauszugehen. Vielleicht passiert heute was Interessantes. Nee, warte mal. Nee, eigentlich. Nee, keine Ahnung. Ist irgendwie hell heute. Vielleicht werde ich vom Blitz erschlagen. Das wäre cool, dann wäre das Spiel vorbei. Ich glaube, ich mache auch gleich mal 10 Minuten Pause oder so. Setz mich hin. Philosophiere etwas über dieses Spiel. Trink was, weil ich habe echt Durst. Oh no. Oh no, diese Taschenlampe ist so nützlich. Ich hätte jetzt erwartet, dass. Wenn jetzt wenigstens ein Geist oder so auf der Schaukel gewesen wäre. Das wäre ja zu viel verlangen. Ja, ich muss sagen, diese Blitzeffekte sind ordentlich. So. Hey Juan. Warum will Juan nicht mit mir reden? Jeden Tag. Will er nicht. Blackhead, sag mal, wie es weitergeht. Sag mal, wo ich die Z-Leute finde. Also wenn ich den Zettel für heute gefunden habe, dann mache ich erstmal kurz Pause. Und dann mache ich noch ein bisschen weiter, weil die Leute, weil es so scheiße das Spiel auch gerade ist. Ich glaube, die Leute sind schon ein bisschen gespannt darauf, was passiert oder ob überhaupt was passiert. Dieses Spiel lebt davon, dass es keine Spannung hat. Warte, to the fuck. Kann es sein, dass ich eben ein Lachen von der Schaukel im Garten gehört habe? Ich bin gerade dran vorbeigelaufen, aber... Und das Lachen war definitiv 3-mal im Haus. Bin ich jetzt schon an der... Oh, ich bin schon an der Schaukel. Oh oh, creepy, spooky. Ich versuch's gleich mal, ob ich es hier draußen verwende. Klinge ich verrückt, wenn ich sage, dass ab Tag 20 wahrscheinlich nichts Neues passieren wird? Naja, du musst bedenken, dass viele Leute, die meinen, dass Spiele gruselig sind, auch Spiele wie Amnesia und Slender gruselig fanden, wobei ich sag auch mal ganz ehrlich, ich würde mich wahrscheinlich auch bei Slender oder Amnesia ein, zwei Mal erschrecken und ich kann verstehen, ich kann den Horrorfaktor verstehen von diesen Spielen. Aber das sind halt dann wirklich die Leute, die sich vor eine Cam setzen und so, oh mein Gott, das ist so gruselig, ich kann nicht weiterspielen. Und die sind wahrscheinlich genau die gleichen Leute, die sagen, oh mein Gott, ab Tag 20 wird dieses Spiel so mega gruselig. Und dann hast du halt wirklich so den Slenderman, Amnesia, vielleicht auch, wenn es hochkommt, den Outlast-Level erreicht oder so. Hey, wir haben einen Schlüssel gefunden. Ihr wisst, was das heißt. Ihr wisst, dass das jetzt heißt, dass wir jetzt wieder jeden einzelnen Raum durchgehen müssen. Ob es hier weitergeht. Nein, dieser Raum ist es nicht. Warte mal, das
So, ich komme hier nicht mehr zur Tür raus. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Unten gibt es, glaube ich, keinen Raum weiter, den ich abtesten könnte. Es gibt von Amnesia. Zweiten Teil. Casey Tron ist ein Sonderfall. Ja, die zeigt nur Brust in die Kamera und kriegt dadurch Geld. Aber das stimmt inzwischen schon gar nicht mehr. Die kriegt wahrscheinlich durch ihre Hater mehr. Die kriegt wahrscheinlich durch ihre Hater mehr Geld als durch irgendwas anderes. Also, Casey, ich muss ganz ehrlich sagen, so wenig ich von Casey Tron halte, die macht das verdammt clever. Die weiß, wie sie Aufmerksamkeit von Leuten kriegt, weil Großteil der Leute, die sie schauen, sind ja Hater. Und warum? Warum schauen die sie überhaupt? Die kriegt dadurch Aufmerksamkeit, die kriegt dadurch mehr Zuschauer, weil das wieder mehr, sie kommen dann höher in der Liste, was wieder mehr Zuschauer anlockt. Und sie kriegt dann immer mehr Zuschauer und vielleicht ist dann jemand dabei, der sich mal subscribed oder donated, weil er denkt, wenn er ihr Geld in den Arsch schiebt, dann kriegt sie, kriegt dann einen Blowjob oder so. Die macht das verdammt clever. Man kann nichts sagen. Ich kann echt nichts sagen. Ich habe Respekt davor. Sie nutzt es komplett aus, was sie macht. Ihre dumme Art ist komplett gespielt und sie macht es gut. Oh mein Gott. Creepy. So creepy. Ich habe einen Schlüssel gefunden. Was machen wir jetzt mit diesem Schlüssel, ist die Frage. Schauen wir. Ja, das ist halt so. Wenn du wirklich der Meinung bist, dass Casey schon scheiße ist und du sie nicht unterstützen willst, ignorieren. Gar nicht erst draufklicken und sagen, hey, ich finde Casey schon scheiße, das ist komplett falsch. Komplett ignorieren. Du musst sie ignorieren. Keine andere Möglichkeit. All die Trolle, die durch dummes Verhalten vor allem Hater anziehen. Weil durch Hater kriegst du meistens so viel mehr Aufmerksamkeit als durch wirkliche Fans. Ignorieren. Nicht draufklicken. Gar nicht erst, nicht mal versuchen mit anderen Leuten zu argumentieren, hey, der ist eigentlich scheiße, warum unterstützt ihr den? Kommt jetzt der Clown des Todes? Oder was kommt jetzt? Black Cat. Also wenn jetzt nicht der Clown des Todes kommt, bin ich ein bisschen enttäuscht. Langsam. Langsam vom Spiel enttäuscht. Nee, kann ja gar nicht. So. Oh, oh. Jetzt kommt der Clown. Oh, da ist der Clown. Hey, Clown. Oh mein Gott, der Clown. Er ist halt echt ein Clown. Ich glaube, der Clown macht mich jetzt schon ein bisschen nervös. Die Clown ist schon ein bisschen creepy. Aber wir sind doch die Besten und lieben nicht so Diablo. Die Clown ist ein bisschen creepy, gebe ich zu. So, warte mal. Tür ist verschlossen. Clown ist ein bisschen. Kannst du die Tröte hupen? Oh mein Gott, wie cool ist das denn? Oder ist noch eine Sonnenuhr? Diese Sonnenuhren sind schon klasse. Ich bin auch mal ein nutzloser Student. Wenn streng genommen bin ich, glaube ich, gar kein Student mehr. Der Clown ist creepy, gehe ich zu. Auch nur, weil es ein fucking Clown ist. Du hast bereits 10 Streichhölzer. Wenn es irgendwas anderes wäre, wäre es nicht creepy. Auch nur, dass es ein scheiß Clown ist. So. Okay. Pass auf. Sind schon wieder am Ende dieses Tages angekommen. Es ist Captain Logbuch Sternzeit 10. August. Spiel ist scheiße. Es ist nichts passiert, mal wieder nicht. Hau ihm auf die Nase. Wir lesen jetzt diesen Zettel. Dann bringe ich mir was zu trinken und dann weine ich ein bisschen. Ich weine um das Hartz IV Geld von
0815 dafür, dass er Geld ausgegeben hat, um mir dieses Spiel zu ermöglichen. Was man mir versprochen hat, dass es fertig ist und gut. Ich habe, ungelogen, ich habe drei Follower verloren, seit ich habe drei Follower verloren, seit ich dieses Spiel spiele. Linda wurde nachts wieder von Geräuschen im Haus wach. Allerdings habe ich sie dieses Mal auch sehr deutlich gehört. Okay, ich hole mir erst was zu trinken. Bis gleich. Oder warte, wir müssen kurz den Tag abwarten. Irgendwas diesmal heute? Nee, okay. So. Nehmen wir, wie gesagt, ich mache jetzt, ich muss, dieses Spiel ist so horrorlastig. Ich muss jetzt einfach mal 5 Minuten davon Pause nehmen, weil ich verkrafte das nicht. Ich verkrafte das einfach überhaupt nicht. Lass uns diese 5 Minuten nehmen, um einfach mal über dieses Spiel zu reden. Einfach mal um diesen. Was kann ich dazu sagen? Ich habe drei Follower verloren. Hat das nicht genug? Normalerweise, wenn ich ein neues Spiel streame und Leute schauen rein oder so, weißt du, dann sind die eigentlich immer ganz so, hey, ist ganz cool. Schauen wir jetzt mal, ne? Follow mal, das ist ganz cool, jetzt dieses Spiel. Normalerweise kriegt er immer so drei, vier Follower jetzt.